Wir sind heute auf dem Betrieb mit 400 Kühen in Dänemark, ein reiner Upmake-Betrieb, der aber mit Hybrid Genetics zusammenarbeitet und der kann auch ein bisschen was über Hybridzucht erzählen. Es sind zwei Brüder, geht jetzt los. Mein Name ist Lukas Steinmann. Unsere Futtergrundlage befindet sich auf 210 Hektar. Wir füttern ca. 80% Mais und 20% Gras, dazu etwas Luzerne, Raps und Sojagetreide. Aufgrund des knappen Faktors Arbeitskraft haben wir viele Bereiche im Betrieb auf maximale Effizienz umgebaut. Nicht nur, dass wir die Jungtieraufzucht hier abgeschafft haben und einfach da auch logischerweise die Arbeitskraft einsparen, sondern auch, dass wir im Betrieb so weit mechanisiert sind, dass möglichst wenig Handarbeit anfällt. Wir arbeiten viel mit dem Hoflader. Wir streuen die trockenstehende Kühe mit Stroh, auch mit der Maschine, mit dem Träger ein. Unsere Strohballen sind in Bigballen gepresst, was aufgrund der Größe dazu führt, dass man weniger Ballen mit einer Tour bewegen muss. Das wirtschaftlichste Tier bei uns hat eine Zwischenkalbezeit, die möglichst kurz ist. Dafür sind die Hybridkühe für uns optimal geeignet, weil wir durch die hohe Fruchtbarkeit kurze Zwischenkalbezeiten erreichen können. Für den Zukauf würden wir am liebsten nur die F1-Generation zwischen Holstein und Montpellier zukaufen. Wenn wir allerdings selber die Nachzucht aufziehen müssten, dann würde ich mir immer professionelle Beratung holen, weil man dort viele Fehler machen kann. Das können wir über unsere Zukäufe von ca. 25 verschiedenen Betrieben mittlerweile an den Daten sehen. Wir haben bereits von Betrieben Tiere zugekauft, die falsch gekreuzt waren, zum Beispiel mit Jersey oder falsch zurückgekreuzt. Da konnten wir deutlich höhere Anzahl an Mastitis-Fällen feststellen. Und wir konnten zwischen den guten Kreuzungen, die wir eingekauft haben, und zwischen den falsch zurückgekreuzten Tieren einen Unterschied bei den Fersen von ca. 6,5 Kilo feststellen und zu unseren reinen Holstein-Kühen von knapp 3 Kilo. Mein Name ist Malte Steinmann. Wir sind seit rund 4 Jahren hier in Dänemark, auf einer deutsch-dänischen Grenze in Tondern. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir hier angefangen sind, dass wir die Bullen und die Nachzucht rausgeschmissen haben und der frei gewordene Platz Kuhplatz geworden ist, so dass wir jetzt rund 400 Kühe hier melken an dem Standort. Es hat sich herausgestellt, dass die Hybridkühe sich sehr leicht in den Bestand etablieren lassen. Wir haben wenig Probleme bei den Tieren gehabt mit Gesundheit, also was die Klauen anbelangt, auch Eutergesundheit war spürbar zu merken, dass weniger Mastitisfälle waren. Dabei konnten wir feststellen, dass es wirklich wichtig ist, wie man kreuzt. Ganz besonders herausstechend tun die Kühe, die quasi die F1-Generation, die mit Holstein und Montbéliard gekreuzt sind, die F1-Generation daraus, wenn wir Tiere gekauft haben, die quasi diese F1-Generation waren, konnten wir feststellen, dass das mit Abstand die besten Tiere waren. Wir sind dann auf unsere Recherche an Hybrid Genetics gekommen. Heute wissen wir auch, warum das so ist, weil man nämlich einfach in einem bestimmten Kreislauf die Tiere kreuzen muss, damit es halt gut funktioniert. Und jetzt, wenn wir die Möglichkeit haben, kaufen wir auch diese Tiere, wobei am Markt natürlich nicht so viele davon vorhanden sind. Also wir kaufen auch weiterhin Holstein-Kühe oder auch Fleckvieh-Kühe. Aber wenn uns die Möglichkeit geboten wird, kaufen wir bevorzugt Hybridkühe, also wirklich gekreuzte Montbéliard-Kühe mit Rotvieh, Holstein. Wenn das wirklich sauber durchgekreuzt worden ist, dann sind das wirklich die eigentlich besten Kühe bei uns im Bestand oder die wirtschaftlichen Kühe. Wir besamen nahezu fast alle Tiere mit Blau-Weiß-Belgier. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir die Kälber dann besser vermarkten können. Die reinrassigen Holstein-Kälber sind, gerade die weiblichen, sind fast nicht vermarktbar. Ab und zu besamen wir noch Tiere mit Angus, das hat nur den Hintergrund, wenn das mal kleine Fersen sind oder kleine Tiere sind, die quasi noch einen Körper aufbauen müssen, dann besamen wir die mit Angus. Wobei wir sagen müssen, wir haben bei dem gesamten Blau-Weiß-Belgier-Sperma das beziehen wir über Hybrid Genetics und dort wird auch darauf geachtet, dass die leicht kalbig sind und wir haben da überhaupt keine Probleme bei der Kalbung gehabt im Verhältnis zu reinrassigen Holstein. Der Absatz von Milchrassekälbern hat sich in Dänemark die letzten Jahre noch weiter verschärft, wurde noch schwieriger. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Gesetze sich verschärft haben, was die Transportbedingungen über Ländergrenzen hinweg beinhaltet.
Und wenn wir jetzt alles mit blaues Belgier-Sperma haben, besamen, dann sind die Fleischkälber leichter zu vermarkten. Also wir kaufen ja auch Tiere mitten in der Laktation ein. Da können wir feststellen, dass durchaus die gut gekreuzten Tiere etwas einfacher die Futterumstellung und den Betriebswechsel mitmachen. Was wir aber viel mehr feststellen, ist die Gesundheit eigentlich. Also das ist so, dass wir haben ja auch dann durch 130 neue Kühe, die wir jetzt ja kaufen, auch 130 Kühe Ausschuss, ob nun zum Schlachter oder leider verendet. Und da stellen wir schon fest, dass beispielsweise Klauen ein großes Problem sind, insbesondere bei den reinrassigen Holstein. Das macht für uns sehr viel aus. Aber auch die Robustheit. Also. Und wir legen nicht sehr viel Wert darauf oder haben das noch nie gemacht, ob nur eine bestimmte Rasse bei uns im Stall steht, sondern es muss einfach eine, ja, wir brauchen einfach eine Kuh, die Milch gibt. Was man auch vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir ja auch unsere Schlachtabrechnung vergleichen, weil wir immer den Vergleich machen, was kostet uns das Tier im Einkauf, was bekommen wir später wieder. Und da können wir jetzt im Moment feststellen, dass wir mit einer Remontierung zwischenzeitlich sogar fast von null rausgehen. Das heißt, wir melken die Tiere etwas länger, als es vielleicht der normale Betrieb macht. Das heißt, wir haben wirklich, wenn die Kühe über 14 Kilo Milch geben, ist für uns der Break-Even erreicht, dass die ihr eigenes Futter bezahlen mit der Milch, die sie noch liefern. Und dann werden sie für uns kostenlos fett. Und da stellen wir einfach fest, dass wir mit den Hybrid-Tieren einfach Ausschlachtungen oder generell Schlachterlöse erzielen können, die fast dem Einkauf entsprechen des neuen Tieres. Und das ist natürlich für uns ein Riesenvorteil, weil wir unsere Remontierungskosten als einen der Hauptkostenblöcke im Betrieb stark reduzieren können. Wenn ihr mehr über die Hybridzucht wissen wollt, schaut euch gerne auch das Video von Tobias Cornelius an. Der macht bereits seit 2 Jahren die Hybridzucht.